guten Tag oder moin an die Leute, die da wohnen, wo ich herkomme. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich bin entsetzt. Entsetzt. Sie meinen über die Bundestagswahl? Naja, also das war ja so zu erwarten. So schlappe vielleicht 50% oder weniger haben die Altparteien gewählt, ne? So CDU, SPD, Grüne. Sie meinen, es waren mehr. Naja, das liegt nur daran, dass man die Statistiken immer so aufführt, als ob 100% gewählt hätten. Wenn man jetzt aber ganz sauber mal sagt, wie viele Prozent jetzt wirklich diese Parteien gewählt haben, dann werden natürlich auch die Nichtwähler mit aufgeführt. Das ist leider in den wenigsten oder in gar keinen Statistiken der Fall. Es ist doch gerade bei dieser Wahl, wo so lange Schlangen da herumstanden, dass die alten Menschen, die nicht so lange stehen können, wieder nach Hause gehen, da ist das doch ganz wichtig, die Nichtwähler aufzuführen, oder? Ich selbst kenne einige Leute, die sind nach Hause gegangen und die sagen dann, tja, ich sollte halt nicht wählen. Das war ein Zeichen von, weißt du toll was, ein Zeichen von Frau Merkel, ja. Wir wollen weniger konservative Stimmen, also ist es gut, wenn die Schlangen lang sind, weil die älteren Menschen dann nach Hause gehen. Also ich würde diese Wahl anfechten, wenn ich was zu melden hätte. Ne? Aber ich habe ja nichts zu melden. Ich darf ja nichts sagen. Ich bin ja nur ein fünftes Rad am Wagen. Ich bin ja der Querulant, der den Finger in die Wunde legt, der sagt, welche Sachen nicht funktionieren. Wie zum Beispiel die Enteignung der Deutsche Wohnen. Das können wirklich nur Leute mit Ja beantworten, die im Matheunterricht in der Schule gefehlt haben, oder? Das ist doch reine Mengenlehre. Wenn ich möchte, dass es mehr Wohnungen gibt, dann baue ich neue Wohnungen, oder? Ob da jemand was enteignet oder nicht, macht doch gar keinen Unterschied. Vor allen Dingen, es demotiviert diejenigen, die glauben, dass man mit Wohnungsbau einen soliden, durchschnittlichen, verlässlichen Gewinn machen kann. Ja, so. Ja, auch eine Wohnungsbaugenossenschaft muss natürlich immer irgendwie so leicht in den schwarzen Zahlen bleiben, damit sie auf Dauer existieren kann. Es kommen immer zwischendurch irgendwelche ungeahnten Ereignisse herein. Ja, ich habe selbst mal ein Haus verwaltet über ein paar Jahre und da kenne ich das. Ne? Also man muss sich auch für jeden Cent rechtfertigen, den man da reinsteckt in die Immobilien. Wenn ich jetzt die Deutsche Wohnen wäre, nach diesem positiv ausgegangenen wir wollen die enteignen Entscheid, ich würde gar nichts mehr machen, ich würde nichts mehr investieren, ich würde jetzt einfach mal warten, was da kommt und nur noch reagieren auf die Klagen, die da von Mietern kommen. Ja, wenn da irgendwo Schimmel an der Wand ist und keiner was sagt, dann lebt er eben in diesem Schimmel. Ne? Wenn da irgendwo Wasser durchs Dach kommt und keiner was sagt, dann lebt er ja halt damit. Weil ich muss mich ja jetzt als Deutsche Wohnen darauf einstellen, dass ich tatsächlich enteignet werde. Und da schicke ich natürlich meine Bulldoggen hin, ne? Meine härtesten Beißer für die Verhandlungen mit diesen Schlafsäcken da, die wir jetzt als Politiker haben. Mi, 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 wir wollen enteignen, sagen die, ne? Und dann kommt der von der Deutschen Wohnen, der Verhandler, ne, und sagt, ja und? Was wollt ihr uns denn als Entschädigung zahlen? Und da das im Allgemeinen in der Wohnungswirtschaft einfach nur nach Quadratmeterpreisen geht, setze ich dann einfach mal einen ordentlichen Quadratmeterpreis an. Ein ordentlicher Quadratmeterpreis wäre, sage ich mal, 2/3 vom Maximalpreis. Na gut, meinetwegen die Hälfte, ja, aber irgend sowas. Es kommt halt eine Forderung von denen, die enteignet werden sollen, die schwer erträglich sein wird. So, vor allen Dingen für einen Steuerzahler, für mich. Ich möchte diese Steuer nicht zahlen. Wie reagiere ich darauf als Steuerzahler, indem ich weniger Steuern zahle? Sie meint, das kann ich mir nicht aussuchen. Das kann ich mir sehr wohl aussuchen. Ich kann zum Beispiel einen Job machen, in dem ich weniger verdiene, ja, zum Beispiel einen Halbtagsjob, ja, dann zahle ich automatisch weniger Steuern.
So. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und da funktioniert auch das Ganze nicht. Wenn ich wirklich möchte, dass neue Wohnungen gebaut werden, dann wähle ich Politiker, die dafür sorgen, dass gebaut wird. Ist doch logisch, oder? Also, was müsste man jetzt noch fordern, damit solche Sachen in Zukunft funktionieren und nicht so desaströs? Ja, es ist nicht konstruktiv. Ne? Es ist desaströs ausgehen wie bei dieser Wahl. Sowas überhaupt zu fordern, ist so krank im Kopf. Ja? Dann muss man wirklich davon ausgehen, also das, was diese PISA-Studien jetzt hier für Berlin und andere dumme Städte in Deutschland herausfinden, nämlich, dass die Leute alle kein Mathe mehr können, das muss man jetzt dringendst beheben. Ich fordere mehr Mathelehrer für diese Stadt, ja? Und mehr Mathestunden im Unterricht, mehr logisches Denken, ja. Mehr betriebswirtschaftliches Denken, mehr Denken überhaupt. Denken diese Leute, die sowas wählen, überhaupt? Keine Ahnung. Aber ich freue mich ja darüber, dass die FDP bei den Jugendlichen inzwischen höher punktet als die Grünen, weil die Grünen sind die Hype-Partei gewesen vor der Wahl. Völlig klar, dass das Framing der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten immer in diese Richtung geht. Die Partei der Jugend. Nein, die Grünen sind nicht die Partei der Jugend. Die Grünen sind eine Partei, die im Moment in eine völlig falsche Richtung läuft, nämlich irgendwie so mit so einem religiösen Anspruch an globale Gerechtigkeit. Wie auch immer, sie kriegen es nicht hin, sie kriegen es nicht gebacken, ja, genauso wenig wie die Linken oder die SPD, weil sie einfach kein Mathe können. Ja, ist so. Ist einfach unlogisch, ist doof. Und das darf ich hier auch sagen, das ist einfach eine Meinung eines Bürgers in Deutschland. Da gilt Meinungsfreiheit. Und wissen Sie was? Das Schönste an der Sache ist, meine Meinung wird durch Fakten untermauert. Ja? Da kann keiner kommen und sagen, der Baumann lügt. Ich kann es Ihnen vorrechnen. Schönen Tag noch.